Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ihr könnt es euch schon denken, der Alessandro ist wieder mit dabei, also wird sie die Gusterbox für euch geben. Wir werden sie zusammen mit euch öffnen, wir sind schon ganz gespannt, was drinnen ist. Sie ist auch mega schwer, also ja, ich hatte meine Arbeit, sie hochzutragen. Die Gusterbox wird ein Jahr, vielleicht hat es was damit zu tun, also herzlichen Glückwunsch von unserer Seite zum Einjährigen. Und ja, mein Alessandro ist natürlich immer dabei, weil er die Produkte testen darf. Also falls was dabei ist, was ihm schmeckt. Das letzte Mal habe ich sogar was vergessen. Also da waren Kekse enthalten und da habe ich vergessen, sie ihn ja, probieren zu lassen. Also es war mein Fehler. Ich muss mich jetzt besser konzentrieren. Und wir legen jetzt mal los. Wir haben den Aufkleber schon aufgemacht. Wir wollten das Video nämlich vorne im Esszimmer abdrehen. Aber die Sonne, die steht im Moment so hoch, dass wir total geblendet wurden. Also es ist trotzdem ein Unboxing. Wir haben wirklich nur den Aufkleber abgemacht. Wir sind jetzt beide schon total gespannt. Und ja, wir stellen den Karton jetzt mal hier auf die Seite, damit ihr die Produkte besser sehen könnt. Ich sehe aber schon, dass sie wirklich wieder total gut ja, befüllt ist. Also das heißt, sie ist quasi gesichert, die Packung mit diesen Luftpolstern. Wahrscheinlich sind wieder Produkte enthalten, die gesichert werden müssen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Hier haben wir wieder unsere Produktkarte enthalten. Da stehen die Produkte drauf, die in der Box sind. Und hier haben wir wieder Rezepte, Alessandro. Jetzt schauen wir einfach mal. Hier steht jetzt Spare Ribs und Apfelkrautsalat. Und hier steht Gemüse-Tofu-Wraps. Okay, bin ich mal gespannt. Also ich liebe Wraps. Hoffentlich ist was Gescheites drin. So, also wie gesagt, wir stellen jetzt mal die Kiste auf die Seite, mein Schatz. Möchtest du wieder reingreifen? Wie das letzte Mal? Ja? Okay, also gut. Dann greifst du rein und gibst mir dann am besten das Produkt und ich schaue dann auf die Produktkarte. Was haben wir jetzt hier? Das sieht ja süß aus. Märchenkeks, zarte Butterkekse. Magst du schauen, was es kostet? 1,99 Euro. Okay, hier steht Hans Freitag. Was bedeutet das? Ist das jetzt die Marke? Also ich habe die... Ah ja, es scheint die Marke zu sein. Kenne ich gar nicht. Möchtest du testen? Echt nicht? Warum nicht? Ist dir zu kindisch? Also ich bin zu... Was ist da drin? Das sind Kekse drin. Die Geschichte von Freddy und Lisa. Zarte Butterkekse. Das ist zu, Schatz. Schau, wahrscheinlich ist es zu. Ja, ist zu. Möchtest du trotzdem? Das sind Butterkekse. Ja. Okay. Mal gespannt. Also die Verpackung ist ja schon mal total süß gemacht. Ah, das sind so Krötchen. Und ein Frosch ist enthalten. Grüner Frosch. Ist ja süß. Und das andere sind Krönchen. Es wird Zucker sein, denke ich mal. Möchtest du probieren? Okay, also 1,99 Euro würden die kosten. Also ich finde ja die Verpackung total reizend schon mal gemacht. Ne? Vielleicht für etwas kleinere Kinder. Und? Das sind gut, oder? Das sind ja Butterkekse. Schmeckt dir doch sowas. Für große und kleine Helden. Es war einmal. Genau, und dann steht eben noch ein bisschen Text dabei. Also das finde ich schon mal cool, das Produkt. Möchtest du weiter reingreifen oder soll ich reingreifen? Okay, dann schauen wir mal, was das nächste ist. Genau, das ist wie so eine Wunderbox. Kennt ihr das noch von früher als Kinder, wenn man dann so eine Box gekauft hat? Also so eine Tüte und dann waren so leckere Sachen drin. Was haben wir denn hier? Also jetzt haben wir hier Barbecue Sauce, das Original, bayerische Art. Also die Verpackung ist schon mal sehr edel, sehr hochwertig sieht es aus. Kenne ich so noch gar nicht, habe ich auch nirgends im Regal gesehen. Noch eins enthalten. Ach du meine Güte, zwei. Zwei. Müsste noch eine drin sein, weil es gibt drei. Aber gut, vielleicht haben wir nur zwei, Schatz. Magst du schauen, dann gucke ich mal. Also auf jeden Fall würde eins 3,99 Euro kosten. Ja, die Grillsaison ist scheinbar eröffnet. Nur noch das Wetter müsste etwas besser werden. Also wir lieben Grillen. Galaxy, wir grillen total gerne mit unseren Kindern und Freunde und so weiter. Also da passt es total gut. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Wie gesagt, ich kannte es vorher noch nicht. Und genau, eine Packung würde 3,99 Euro kosten. Okay, weiter geht's, mein Schatz. Was haben wir jetzt? Ui, haha, lecker, Fruchtgummi von Hitschler. Die Marke kenne ich auch nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Fruchtgummi-Monster steht hier. Ohne künstliche Farbstoffe mit natürlichen Aromen. Steht gar nicht drauf. Steht gar nicht drauf? Doch, hier. Genau, für 99 Cent. Mhm. Okay, möchtest du probieren? Haha, war ja klar, das war ja jetzt klar. Lecker. Mmh, yummy, yummy. Was sind das? Oh, das duftet schon mal gut, wenn man die Verpackung aufmacht. Ja, sind so kleine Monster. Verschiedene Monster sogar. Ha, cool. Ah, da würde ich jetzt auch gerne einen essen. Sind so klebrig, oder? Ja, sind so ein bisschen klebrig. Ja, stimmt. Und? Ja, ja, ich kenne dich doch schon, mein Schatz.
So, jetzt greife ich einfach mal rein. Was haben wir denn hier? Also auf jeden Fall schon mal ganz viel Folie. Wir haben jetzt hier nochmal Premium Kokoswasser. Hatten wir ja das letzte Mal auch schon enthalten. Finde ich gut. Also ich bin ein Fan von Kokoswasser. Hm, ja. Weißt du noch, da hatte ich doch noch das andere von Alnatura aus dem Kühlschrank dann geholt. Weißt du noch? Genau. Also das ist nichts für dich. Das brauchst du schon mal nicht zu probieren, mein Schatz. So, was möchtest du reingreifen? Was haben wir denn jetzt noch? Pass einfach mal rein. Ei, was ist das? Öl. Sieht aus wie Öl. Sojola. Guckst du, was es kostet? Ja. Die bewusste Alternative. Also, naja, da bin ich jetzt kein Fan davon. Ich bin ehrlich, also ich verwende bei uns ja nur Olivenöl, wirklich, also auch zum Braten und für Salate, natürlich selbstverständlich. Also für alles verwende ich Olivenöl, das wisst ihr ja aber auch. Ich habe ja das aus Italien, da haben wir sogar zugeschaut, als es ja hergestellt wurde und die Bäume haben wir uns angeschaut. Ja, naja, gut, also ich werde es auf jeden Fall verwenden, aber ich bin jetzt halt leider kein Fan davon, tut mir leid. So, was würde das kosten, mein Schatz? 1,99 Euro. Ja, genau, super. Also wenn das jetzt so im Regal steht, würde ich es mir halt nicht holen. Aber gut, ich werde es auf jeden Fall verwenden. Was haben wir noch, mein Schatz? Ui, heieiei, was ist das denn? Noch eine Flasche. Deswegen war die auch so schwer, die Box, ne? Wenn da so viele Flaschen... Das ist auch super schwer, finde ich. Was ist das denn? Hier steht La Pajo... Trink vom Baum des Lebens. Okay, was ist das denn? Zutaten, Wasser, Glucose, Fructose. Süß. Ja, was Süßes. Kannst du das trinken? Ich muss erstmal kontrollieren, ob du das trinken kannst. Das Geheimnis aus dem... ja, also da ist nichts mit Alkohol. Wenn du möchtest, kannst du es testen. Ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe und ohne Aromazusätze. Laktosefrei, glutenfrei, vegetarisch, vegan, hergestellt mit... erneuerbaren Energien. Willst du probieren? Trinkst du mal aus der Flasche. Ui, ist mit Kohlensäure. Sehr cool. Mhm. Also riechen tut es schon mal gut. Für 98 Cent. Bin ich mal gespannt, ob dir das schmeckt. Hast einen guten Zug genommen, okay? Und? Schon süß, schmeckt schon, aber... Aber? Ja, schmeckt schon gut, aber... Ja, ich kenne den Geschmack irgendwie nicht. Okay, also habt ihr das gehört? Schmeckt gut, aber er kennt den Geschmack nicht. Würdest du es leer trinken wollen? Okay, ja cool. Also Sandro, gefällt's oder schmeckt's? Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Wenn das Video rum ist, probiere ich auch gleich mal. Möchtest du oder ich? Ich? Okay, jetzt bin ich mal dann. Darf ich mal rausholen die Sachen? Bitte? Dann machen wir mal abwechselnd. Genau, wir machen mal abwechselnd. Genau, hat Alessandro recht. Also, jetzt habe ich hier von Kühne eine Himbeervinaigrette mit Omega-3-Fettsäuren. Super cool. Über dieses Produkt freue ich mich riesig. Ich liebe Himbeervinaigrette. Ich mache ja immer verschiedene Salatsoßen, das wisst ihr ja, also verschiedene Dressings. Ich habe das ja gelernt, diesen Beruf, und ja, ich liebe es. Also, gerade mit Himbeeren, das ist für einen Salatschatz, Salatsoße. Genau, also da bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Also, da freue ich mich riesig drüber. Ja, vielleicht mache ich euch mal ein kleines Rezeptvideo und da kommt es bestimmt drinne vor. So, ihr wolltet nämlich auch mal ein Food Diary von mir sehen und wenn ich dann jetzt den nächsten Salat mache, mal schauen, ob ich das anwende und werde euch dann auf jeden Fall berichten, wie das schmeckt. Was kostet das denn, mein Schatz? Siehst du es irgendwo? Mhm. Sieht so aus, von Kühne. Genau, für 2,49 Euro. Genau, da gibt es auch verschiedene. Oh. Genau, schau, da gibt es, also es sind insgesamt vier. Vier verschiedene gibt es davon. Ja, das muss ich mir mal anschauen. Wenn ich mal wieder ja, im Edeka bin oder so, muss ich mir das mal anschauen. So, jetzt bist du wieder dran. Jetzt darfst du wieder reingreifen, mein Schatz. Ha, dasselbe wie vorhin. Also es gibt zwei Flaschen von denen hier. Ist dasselbe, oder? Ja, ja, schau. Freust du dich? Ah, oh, der Alessandro freut sich gerade. Also scheinbar schmeckt es ihm. Sehr gut. So, jetzt bin ich wieder dran. Ah, was haben wir denn jetzt hier? Oliven. Hm, lecker, grüne Oliven. Das kann Alessandro jetzt nicht probieren, das würde ihm auch nicht schmecken, aber ich mag Oliven total gerne. Ich habe sogar so einen kleinen Aufstrich mal gemacht, der total lecker ist. Also das habe ich mal ausprobiert mit Schafskäse, Oliven und so weiter. Also alles ganz klein gemacht, mit Zwiebeln, total lecker. Also gerade für Gäste, so auf Baguette, ja so als Aufstrich.
Wunderbar. Wir essen total gerne Oliven, also mein Mann und ich. Und deshalb freue ich mich. Und das ist auch wieder von Kühne. Und das würde kosten 1,79. Jetzt bist du wieder dran. Also bis jetzt bin ich total begeistert von der Box. Deshalb war die auch so schwer, ne? Wenn da solche Teile drin sind. Was haben wir jetzt? Oi. Was ist das? Haha, das ist was für Lissandro. Und zwar Capri-Sonne. Haben wir zwei verschiedene. Eine mit rote Früchte und eine mit gelbe Früchte. Capri-Sonne kennen wir natürlich alle. Die Verpackung ist anders. Also die Verpackung, das ist mit hellen Früchten, also quasi mit gelben Früchten. Apfel, Birne, Pfirsich und Banane. Das magst du nicht so. Nee, Pfirsich mag der Alessandro nicht so arg. Dann nimmst du lieber das. Okay, rote Früchte. Apfel, Cassis und Kirsche. Cassis? Das rote, diese Beeren. Ja, ich mach's dir mal auf, mein Schatz, dann kannst du es mal probieren, ob es dir schmeckt. Sei schön vorsichtig, bitteschön. Und ich guck mal, was eine Packung kosten würde, und zwar 89 Cent würde eine kosten. So, jo, oh, ein Produkt haben wir noch, also die war ja echt randvoll, die Box, ne? Und, mein Schatz, was sagst du? Schmeckt gut. Schmeckt gut? So, jetzt war kurz unser Speicher voll, aber ist nicht schlimm. Also, im Alessandro schmeckt es schon mal total gut. Und das hier werde ich auf jeden Fall meinem Sohn morgen mit in die Schule geben. Da wird er sich auch total freuen. Richtig cool. Also, Capri-Sonne kommt halt bei Kindern immer sehr gut an. Und das ist halt jetzt hier Bio. Und ja, hier steht 75% Frucht und 25% Quellwasser. Genau, okay. Sehr, sehr gut. Also, ich freue mich wirklich riesig. Also, diese Box, die war tatsächlich so randvoll, ganz, ganz toll. Ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem Einjährigen zu tun hatte, aber bis jetzt hat mich ja die Degusta-Box oder uns hat die Degusta-Box noch nie enttäuscht. Ein Produkt war noch drin, genau, und da ist die Karte dann voll gewesen, also unsere Speicherkarte. Dieses Produkt hier, und zwar ist es Mehl, ja, Farin, also es ist französisch geschrieben, aber Farina heißt es auf Italienisch, deswegen ja, gehe ich mal schwer davon aus, dass es Mehl ist. Also es sieht nach Mehl aus. Wir gucken jetzt mal hier auf unsere Produktkarte. Wo ist es denn? Hier. Genau, meine Portion Mehl steht auch hier. 99 Cent würde das kosten. Kann man natürlich auch verwenden. Darf in einem Haushalt natürlich auch nicht fehlen, das Mehl. So, das war es soweit ja, von unserer Box. Also der Wahnsinn. Ich bin total zufrieden. Der Alessandro hat auch einiges probiert. Bist du auch zufrieden, mein Schatz? Ja. Ja, war schon echt eine coole Box. Aber es war klar, dass es so schwer war, weil ich meine, ja, zusammen. Ja, es sind ja allein schon drei Glasflaschen drin, dann die zwei hier. Ja, das ist ja auch total schwer. Also hier sind ja 389 Milliliter enthalten. Also ja, das ist natürlich auch schon mal schwer. Dann hier noch das Glas, also kein Wunder, dass die Box schwer war. Wir sind auf jeden Fall total zufrieden. Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen, liebes Degusta-Box-Team. Und ja, das war es soweit von uns. Ich wollte noch ganz kurz eine ganz, ganz liebe Abonnentin grüßen. Und zwar, ja, es ist wirklich eine ganz, ganz liebe. Sie hat mir privat geschrieben. Sie hat nämlich einen ganz, ganz großen Wunsch, einen Traum, den ich mir erfüllt habe vor ein paar Jahren. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich das machen soll. Es war mir aber sehr am Herzen gelegen und deshalb habe ich das gemacht. Ich habe das einmal ganz, ganz kurz in einem Video angeschnitten, habe es euch erzählt. Und ja, daraufhin habe ich eine E-Mail bekommen und ja, wir haben uns jetzt ausgetauscht. Ich habe ihr erzählt, wie es bei mir war. Ich habe ihr so ein bisschen meine Geschichte erzählt und ich finde es ganz, ganz toll, was YouTube macht. Also ja, einfach, dass Menschen sich treffen, aufeinander kommen und sich austauschen können, einfach Tipps weitergeben können. Und deshalb mag ich YouTube so sehr. Es ist wirklich, ja, eines meiner liebsten Hobbys geworden. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei euch für euer Feedback immer wieder. Aber diese Abonnentin, die wollte ich eben, wie gesagt, ganz, ganz lieb grüßen. Sie hat mir auch gesagt, dass sie das Degusta-Box-Video immer sehr, sehr gerne anschaut mit ihrem Mann zusammen. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich grüße sie ganz lieb. Ich sage jetzt mal keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob sie das möchte. Und ja, der Alessandro grüßt auch immer ganz, ganz lieb, ne? Weil sie das Video eben sehr, sehr gerne auch wegen Alessandro schauen. Und ja, das war es eigentlich soweit schon von unserer Seite. Heute habe ich nichts vergessen, dir zu probieren zu lassen, ne? Ja. Ja, habe ich schön aufgepasst. Okay, also meine Lieben, das war es soweit von uns. Wir gehen jetzt ein bisschen raus und genießen ein bisschen die Sonne. Also so ein bisschen kommt sie jetzt wieder raus. Mal kommt sie ganz stark, mal ist sie wieder weg. Also naja, wir warten immer noch auf den Frühling. Und ja, in diesem Sinne alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!